Ikigai, das japanische Geheimnis, das deine Lebenseinstellung verändern wird. Wie finden wir den Sinn des Lebens? Wenn du von Ikigai noch nie etwas gehört hast, befindest du dich in zahlreicher guter Gesellschaft. Anders als Feng Shui oder Zen ist diese fernöstliche Lehre noch nicht wirklich bis zu uns nach Europa vorgedrungen. Dabei sollte sich jede und jeder unbedingt mit dieser einfachen, aber lebensverändernden Philosophie befassen. Bei Ikigai geht es darum, einen ganz bestimmten Zustand psychischen Wohlbefindens zu erlangen, den wir frei übersetzt mit Seelenfrieden oder innerer Harmonie gleichsetzen können. Die Lehre des Ikigai stammt ursprünglich von der Insel Okinawa in Japan und bedeutet wörtlich übersetzt Daseinsgrund. Sie meint somit nichts anderes als einen Lebensstil, der praktische Aspekte mit spirituellen und psychologischen in Einklang bringen soll. Das Ziel dieser Übung ist es, den Sinn des eigenen Lebens zu finden und sich darauf ein erfüllendes Dasein aufzubauen. Dieses einfache Prinzip der Sinnsuche möchten wir dir in unserem heutigen Podcast kurz vorstellen. Die vier Bausteine für ein glückliches Leben. Gemäß der japanischen Ikigai-Lehre müssen vier Teilbereiche unseres Lebens optimal für uns laufen, damit wir zufrieden, glücklich und am Ende der Suche nach unserer Bestimmung angekommen sind. Diese vier Lebensbereiche sind Nummer 1. Was du gerne tust, also deine Leidenschaft. In jedem Menschen schlummert eine Passion, für die seine Seele brennt und alle seine Sinne auf Hochtouren laufen. Das Bergsteigen, Kuchenbacken, Yoga-Training oder Malen sind zum Beispiel sehr beliebte Freizeitbeschäftigungen, die sich allerdings nur die wenigsten als Brotberuf vorstellen können. Überlege einmal, wie viele Menschen du kennst, die für ihre Hobbys Feuer und Flamme sind, beruflich aber in ganz anderen Gewässern rudern. Manche trauen sich gar nicht, im Job über ihre Passion zu sprechen. Ein Bankdirektor, der in seiner Freizeit als leidenschaftlicher Tänzer übers Parkett fegt, büßt einiges an Glaubwürdigkeit und Autorität bei seinen Untergebenen und Kunden ein. Wir denken leider in solchen Schubladen und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Immerhin sind die Zeiten vorbei, in denen jemand lebenslänglich seinem Beruf und nach Möglichkeit sogar demselben Unternehmen ewige Treue schwört. Ein wenig flexibler wird das Spannungsfeld zwischen Beruf und Berufung bereit. Für alle, die Ikigai anstreben, besteht also Grund zur Hoffnung. Nummer 2. Worin du gut bist, also deine Talente. Diese auszuleben und zu deinem Beruf zu machen, ist im Gegensatz zu unseren Leidenschaften gesellschaftlich voll anerkannt und akzeptiert. Schließlich ergibt es Sinn, sich von jemandem die Haare schneiden zu lassen, der ein Gefühl für Stil und keine Berührungsängste mit Menschen hat. Viele Jobs erfordern Talente, die ganz klar nicht jeder mitbringt. Wir kennen die typischen Zahlenmenschen, die Kreativen, die Extrovertierten und die Sachlichen, die in jeder Lebenslage Ruhe bewahren und wissen, was zu tun ist. Dieser Punkt dürfte uns also relativ leicht fallen, wenn wir Ikigai anstreben. Nummer 3. Was die Welt braucht, also deine Mission. Auch dieser Bereich tut sich leichter mit der allgemeinen Akzeptanz, da im Grunde genommen jeder Job seinen Beitrag zur Wirtschaft leistet. Manchmal mehr, manchmal weniger. Unsere Mission sollte aber nicht die der anderen sein, sondern wirklich und wahrhaftig die unsere. Die Welt braucht ganz dringend gute Steuerberater und Sozialarbeiter. Doch was brauchen wir, von dem im Idealfall auch alle anderen profitieren? Die gute Nachricht an dieser Stelle lautet: Es gäbe dieses Handwerk, diesen Beruf oder diese Fähigkeit nicht, wenn kein Bedarf danach bestünde. Deine Mission ist also sehr wahrscheinlich auch eine, die die Welt zu einem besseren Ort machen wird. Auch diesen Punkt kannst du somit recht schnell von deiner ganz persönlichen Ikigai-Checkliste streichen. Nummer 4. Wovon du dein Leben bestreiten kannst. Deinem Beruf. Jetzt wird es spannend, um nicht zu sagen schwierig. Tatsächlich ist es neben der gesellschaftlichen Akzeptanz nämlich hauptsächlich der Wunsch nach finanzieller Sicherheit, der uns in den meisten Fällen davon abhält, unserem Herzen zu folgen. Viele Berufe, die Berufung, Mission und Leidenschaft vereinen, eignen sich auf den ersten Blick leider nur bedingt dafür, den eigenen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Doch stimmt das wirklich
Oder tappen wir hier wieder einmal in die Falle eines negativen Glaubenssatzes? Diese Limiting Beliefs sind der Sargnagel für jede Selbstverwirklichung und somit für jede Chance auf Ikigai. Das Problem dabei? Geld ist ein notwendiges Übel, das wir zum Leben nun einmal brauchen. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar. Kaum jemand, bis auf einige wenige echte Aussteiger, kann ohne Bargeld, Kreditkarte und Bankkonto existieren. Allerdings lohnt es sich, hier einmal einen ehrlichen Kassensturz zu betreiben und zumindest abzuklären, ob nicht weniger Geld eine Option wäre, die uns dafür zumindest näher an unsere Berufung bringt. Geld verdienen ist keine Variable, die Menge aber schon. Ein unlösbares Problem? Diese vier Bereiche dürfen einander nicht ausgrenzen, sie müssen sich vielmehr überschneiden und ineinandergreifen wie die Zahnräder eines Uhrwerks. Die Elemente müssen in Übereinstimmung arbeiten, um uns zu helfen, unseren Lebenszweck zu finden. Es erklärt sich ohnehin fast von selbst, dass unsere Leidenschaft dort liegen wird, wo auch unsere Talente schlummern. Wenn dies dann noch einen Beitrag für die ganze Welt zu leisten imstande ist und wir damit sogar noch unseren Lebensunterhalt bestreiten können, leben wir unseren Traum. Wenn allerdings nur eines dieser vier Elemente fehlt, funktioniert Ikigai schon nicht mehr. Es braucht das Zusammenwirken dieser vier Puzzleteile, damit das große Ganze wirklich dazu führen kann, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen können. Wir kennen diesen Zustand alle. Der Job, der uns gutes Geld verdienen lässt, ist vielleicht sogar eine Tätigkeit, in der wir richtig gut sind. Mit Leidenschaft dabei sind wir jedoch nicht. Andererseits gibt es viele Berufungen, die die Menschen erfüllen und auch als echter Beitrag zu einer Verbesserung des Weltgeschehens gewertet werden können. Nur davon leben oder gar eine Familie ernähren kann damit niemand. Im Grunde genommen beschreibt Ikigai perfekt die Zwickmühle, in der wir uns ein Leben lang befinden. Sie beginnt mit der Wahl der richtigen Ausbildung, die uns oft schon in eine Schiene drängt, aus der es so leicht kein Entkommen mehr gibt. Wir erfüllen fremde Erwartungshaltungen oder jagen dem Erfolg in Form von finanzieller Sicherheit hinterher. Die Idealisten unter uns werden bestenfalls belächelt. Im schlechtesten Fall werden sie als Schmarotzer oder naive Gutmenschen beschimpft. Sie kämpfen um ihren Lebensunterhalt und gegen die Vorurteile der Gesellschaft. Unser Fazit: Gefangen zwischen Montagsblues und Existenzangst. Es gäbe Ikigai nicht, wenn es ein unmöglich zu erreichendes Paradoxon oder eine rein philosophische Utopie wäre. Den Zustand vollster Zufriedenheit zu erreichen, ist also möglich. Von einfach war nie die Rede. Wir brauchen Mut, um Veränderungen vorzunehmen, die uns zwar ziemlich sicher glücklicher machen, uns vor dem geistigen Auge aber direkt in die Existenzbedrohung und ins Armenhaus bringen. Außerdem entwickeln wir ganz brauchbare Strategien, um uns über fehlendes Ikigai hinwegzutrösten. Wir sonnen uns im Scheinwerferlicht von Status und Image, häufen tonnenweise Luxusgüter an und blicken immer wieder stolz auf unseren Kontostand und unsere hohe Kante. Wir sind zwar jeden Tag damit beschäftigt, zwischen dem Läuten des Weckers am Morgen und dem völlig erschöpften Nachhausekommen am Abend nicht durchzudrehen, doch eine Alternative sehen wir nicht. Am Montag freuen wir uns auf genau eine Sache, den Freitag. Und am Freitag fürchten wir uns insgeheim schon wieder vor Montagmorgen. Ikigai ist die Lösung für dieses Dilemma. Hier nachzuspüren lohnt sich. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.